Hallo meine Lieben und willkommen zurück in der Trans-Stube. Ich weiß, es ist nicht Montag, es ist Samstag. Ich vertrete heute Matthew, weil ich persönlich hatte Schwierigkeiten, Montag mein Video hochzuladen bzw. zu filmen. Es gab bei mir persönlich und auf der Arbeit ein bisschen Stress und ich habe das ehrlich gesagt etwas verpeilt. Und jetzt, da Matthew ja, wie auf Instagram angekündigt, umzieht und auch generell ja schon vorher Probleme mit dem Internet hatte und jetzt auch noch, wie gesagt, dieser Umzugsstress dazu kommt, habe ich erstmal gesagt, okay, mache ich das Samstag, dann passt es für mich besser. Dazu muss ich dann auch noch sagen, nächste Woche machen wir ja noch eine Woche dann Pause, einfach um unsere Kräfte nochmal wieder zu sammeln, um uns nochmal wieder ein bisschen auf unser Leben zu fokussieren und etwas Ruhe für uns zu finden, weil wir alle derzeit so viel Stress haben. Hätte ich echt nicht erwartet, dass das jetzt bei allen auf einmal gleichzeitig kommt. Ist wahrscheinlich einfach Sommerzeit. Ja, wir sind alle momentan ein bisschen durch und dementsprechend wollen wir einmal ganz kurz eine Woche eine Pause einlegen. Dann machen wir demnächst auch noch mal einen Sommerurlaub zwischen dem 30.07. und dem 12.08. Ja, aber jetzt wollen wir erstmal diese Woche über auch etwas reden, was mich sehr entspannt. Beauty-Produkte. Ich nutze gerne Beauty-Produkte. Also nicht, dass ich irgendwie groß der Guru schlechthin bin oder total talentiert mit Make-up. Es geht mir einfach um den Entspannungsfaktor. Ich liebe es, einfach mal, wenn ich gestresst bin, mich einfach in die Wanne zu legen und einmal kurz zu entspannen, dann hinterher Gesicht waschen, totes Meermaske drauf, Schlammmaske. Ich liebe diesen Gedanken an diese Schlammmasken. Eine Schlammmaske drauf, ein Buch lesen, einfach nur Entspannung. Da nutze ich tatsächlich also zum Gesichtswaschen vorher nutze ich von Garnier dieses 3-in-1 Peeling, Reinigung, Maske Zeug. Also bisher bin ich damit relativ zufrieden. Hat eine Freundin mir empfohlen, weil das wohl auch sehr gut gegen Pickel hilft. Ich muss es derzeit noch ein bisschen mitbekommen. Meine Haut hier ist und bleibt, wie man vielleicht gerade sieht, sehr, sehr interessant. Nennen wir es mal interessant. Ich habe nicht gerade die Haut wie ein Babypopo. Aber dann muss ich auch nicht. Muss ich auch nicht. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, so, das müsste ich jetzt langsam mal loswerden. Ich bin jetzt 20 geworden. Ich weiß, Pubertät dauert bei mir jetzt nochmal wieder ein bisschen, weil ich ja später angefangen habe mit den Hormonen. Ich bin ja erst seit 2 Jahren auf Hormonen und das dauert bei mir wahrscheinlich jetzt noch eine Weile an, bis ich meine Haut beruhigt, aber trotzdem habe ich irgendwie so ein bisschen Angst, dass sich Menschen vor mir ekeln, auch gerade weil sich das ein bisschen über den Rücken und die Arme mit erstreckt. Also bin ich ein bisschen vorsichtig mit. Dementsprechend versuche ich das auch so ein bisschen zu bekämpfen. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht in der letzten Zeit mitbekommen hat, dass es alles hier ein bisschen weniger geworden ist. Hier jetzt auch. Also das habe ich tatsächlich meiner heißgeliebten Schlammmaske zu verdanken. Also das ist erst hier besser geworden, seit ich diese Schlammmasken draufpacke. Also da ist mir ehrlich gesagt die Marke auch relativ egal. Wichtig ist für mich ja größtenteils der Entspannungsfaktor. Andererseits ist es halt auch einfach so, dass man schon irgendwo darauf achten sollte, dass man sich jetzt nicht unbedingt den billigsten Kram ins Gesicht schmiert. Die Gesichtshaut ist natürlich auch sehr wichtig. Die Haut ist ja sowieso das größte und eins der wichtigsten Organe des Körpers. Wissen wir ja. Und da muss ich natürlich auch ein bisschen drauf achten. Gut, mache ich jetzt nicht so häufig mit diesen Schlammmasken. Ich mache es auch nicht häufig genug, dass es tatsächlich was groß was bringt. Also vielleicht alle paar Wochen mal, wenn ich wirklich einen Beauty-Tag mache. Ja, ansonsten nutze ich eigentlich gar nicht so viel an Beauty-Produkten. So, gilt mein Narbengel als Beauty-Produkt?
Ansonsten hätte ich noch diesen Bepanthen-Narbenroller, den ich auch nicht regelmäßig nutze. Ich bin sehr, sehr schlecht mit sowas. Ich bin auch absolut kein Kandidat fürs Gel. Ich würde das jeden Morgen vergessen. Ich bin damit furchtbar. Tut mir leid. Also, Jesus, ich habe meinen Narben echt damit versaut, dass ich da mich nicht drum gekümmert habe, vernünftig. Hätte sehr viel besser aussehen können. Besser aussehen könnte auch mein Gesicht, wenn ich mal Make-up nutzen würde, was ich tatsächlich nur für Cosplay mache. Ich bin an sich kein Vertreter davon, dass nur Frauen Make-up tragen dürfen. Meinetwegen soll jeder Make-up tragen. Wer sich damit wohlfühlt, gerne. Nur ich persönlich, fühle mich zu unwohl damit, das aufzutragen, weil bei mir sehr schnell klar wird, okay, der trägt Make-up. Ich bin einfach noch nicht gut genug, dass ich das subtil genug und vernünftig genug hinbekomme, mein Gesicht vernünftig aussehen zu lassen, ohne dass man groß sieht, dass viel Make-up im Spiel ist. Das mag ich nicht so gerne tatsächlich. Was Make-up betrifft, das ich tatsächlich trage, so. Für Cosplays, Foundation und Puder nutze ich da von Manhattan. Das hat mir auch eine Freundin empfohlen. Dieses Manhattan Perfect Cover Make-up ist scheinbar besonders langanhaltend. Hatten sie auch Gott sei Dank mal in meiner Hautfarbe. Das nutze ich tatsächlich. Und eine Sache, auf die ich, danke Matthew, absolut schwöre, ist das Augenbrauenpuder von Terra Natura. Ich persönlich nutze es beim Cosplayen für so ziemlich alles. Ich habe nicht eingesehen, viel Geld für Contouring-Kram auszugeben. Also nutze ich das. Ich konture auch nicht, sagt man das so? Ich konture auch nicht richtig. Ich mache einfach irgendwas und wenn es passt, dann passt es, wenn nicht, dann nicht. Größtenteils wurde es mir damals empfohlen, um Bartwuchs beziehungsweise Bartstoppeln zu simulieren, funktioniert auch echt gut. Darauf schwöre ich tatsächlich. Das kann man bei Müller kriegen, dieses Terra Naturi Augenbrauenpuder mit Lavasteinpulver. Das ist dann das. Meins ist leider schon uralt und deswegen hier zerbröselt. Ich habe mich nicht gut drum gekümmert. Im Prinzip ist das das. Ich muss das eben einmal kurz. Entschuldigung. Das ist das, wo hier auf dieser Seite das dunkler ist und auf der anderen heller. Sehr gut beschrieben, Viktor. Du solltest Vorträge halten. Ja. Das ist eigentlich auch schon so ziemlich alles, was ich groß an Beauty-Produkten benutze. Ich denke mal nicht, dass Haarspray wirklich damit reinzählt. Also. Haarspray und Spülung und sowas nutze ich halt alles von Schwarzkopf oder von Isana und viel macht das auch bei mir nicht aus. Also ich nehme mal das Billige, mal das Teure, da kümmere ich mich nicht so groß drum. Und ansonsten, es bringt bei mir halt leider alles nicht schnell genug was. Ich bin zu ungeduldig. Ich bin zu ungeduldig, irgendwie Ergebnisse abzuwarten. Und ich bin zu faul, das dann noch ewig weiterzumachen. Und ich bin so vergesslich. Und dementsprechend ist das eigentlich schon alles, was ich nutze. Also zusammengefasst von Garnier dieses 3 und 1, 3 in 1 Reinigung, Maske, Peeling. Diese kleinen Flaschen und von Schebens das Tote Meer. Das ganze Tote Meer. Nein, von Schebens die Tote Meermaske. Und wenn es wirklich mal ausnahmsweise dazu kommt, dass ich Make-up trage, dann von Manhattan. Das ist aber, wie gesagt, auch nur eine ganz persönliche Sache. Ich habe mich nicht viel damit beschäftigt. Ich werde mich wahrscheinlich nie viel damit beschäftigen. Schon alleine dadurch, dass ich mich sehr viel mit anderen Dingen beschäftigen muss. Ich habe ja ein Pferd, das ich versorge. Und da muss ich mich schon sehr viel damit beschäftigen. Dann habe ich nicht unbedingt Zeit, mich mit Make-up zu beschäftigen. Von daher arbeite ich lieber an meinen Reitkünsten als meinen Make-up-Künsten. Ja. So, dann wie gesagt, nächste Woche ist dann erstmal
Sommerpause und dann ist als Thema für den 9.7. bis zum 15.7. angesagt: Bucketlist. Das möchte ich machen, bevor ich XY Jahre alt bin. Das könnte ich mir als sehr interessantes Thema vorstellen und bin auch schon gespannt, was da so dabei rumkommt. Weitere Infos zu unseren Themen und zu unseren Pausen könnt ihr von unserer Tranzstube-Seite entnehmen, tranzstube.jimdo.com, und dann sehen wir uns übernächste Woche wieder, hoffentlich in alter Frische. Wenn ihr noch irgendwelche Empfehlungen habt zu Make-up, zu Pflegeprodukten, zu allem, was diesen Bullshit loswerden kann, bitte sagt es mir. Irgendeine schnelle Lösung, irgendeine Lösung, die nicht so viel Aufwand braucht. Ich nutze das jetzt dreimal die Woche, viermal die Woche, wenn es hochkommt. Und ich merke nicht so viel. Also wenn ihr da noch irgendwelche Empfehlungen habt, bitte, 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 bitte. Und was mich auch noch interessieren würde: Wie steht ihr dazu, wenn Männer Make-up tragen? Sollte das nur Transmännern vorbehalten sein, um eventuell eine alte feminine Seite noch mit am Leben zu erhalten? Sollte das was sein, das man als Mann nur macht, wenn man eine Drag Queen ist? Oder ist das was, das alle Menschen eurer Meinung nach machen sollen und dürfen? Oder findet ihr Make-up generell scheiße? Das würde mich einfach mal interessieren und dann bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns übernächste Woche und bis dann, haltet die Ohren steif. Bye!